Oh, Hedde, was geht ab, Leute? Hier aus dem Münchner Hauptbahnhof oder vom Münchner Hauptbahnhof. Heute ist es endlich soweit. Ich mache endlich meinen München-Munich Pokémon Go Tour Guide. Ihr wisst, ich war auf Deutschland Tour, ich war in jeder Stadt. Zum Glück hatte ich dort Freunde, Bekannte, Zuschauer, die mir alles gezeigt hatten. Aber was, wenn nicht? Was hätte ich dann dort alles gemacht? Keine Ahnung. Und ich kriege immer viele Nachrichten von euch. Hey, Hong, wir sind kurz in München, wir besuchen München. Was kann man da machen? Was muss man gesehen haben? Wo kann man gut spielen? Wo kann man den C-Day verbringen? Wo gehen Raids ab? Wo kann man Raid-Stunden machen? Dies, das. Dafür ist dieser Guide hier da. Alles rund um München. Ihr werdet wahrscheinlich hier am Hauptbahnhof ankommen. Hier fährt eigentlich alles. Erstmal alle S-Bahnen, die U2, U4, U5. Und das war es eigentlich auch schon, aber das reicht auch. Okay, ich mache erstmal die Arena hier, wenn wir schon mal hier sind. Aber in diesem Video erfahrt ihr die besten Orte für die C-Days. Die besten Orte, wo es viele Pokestops gibt, wo man farmen kann, wo immer Raids zustande kommen. Apropos Raids, falls ihr hierher kommt, wie finden Raids überhaupt statt? Über WhatsApp, Telegram oder Discord? Die häufigste Frage, die ich gestellt bekomme, was ist die Gruppe für München? Es gibt keine allgemeine Münchner Gruppe. Oder vielleicht doch, aber nicht so, wie ihr es euch vorstellt. Es gibt für jeden Stadtteil eine eigene Gruppe, beziehungsweise Gruppen, weil die haben eine Raid-Gruppe meistens, eine Talk-Gruppe und dann irgendeine X-Raid-Arena-Gruppe. So ist das meistens aufgeteilt. Jeder Stadtteil ist eigentlich auf WhatsApp vertreten. Wir hatten jetzt Discord eingeführt, ein paar sind auch auf Discord. Schwabing zum Beispiel sehr aktiv auf Discord und jetzt übernimmt Telegram gerade. Die meisten sind jetzt auf Telegram und parallel immer noch auf WhatsApp. Also WhatsApp, da seid ihr eigentlich auf der sicheren Seite, aber Telegram geht jetzt auch gut ab. Discord-Link ist unten in der Beschreibung. Einfach draufklicken und dann joinen. WhatsApp müsst ihr auf Facebook gehen. Auf Facebook müsst ihr dann in die Pokémon Go München Gruppe. Da ist dann so ein Sammelpost. Dort stehen dann alle Stadtteile und der Gruppenlink meistens. Oder ihr schreibt halt die Kontaktperson an und die fügt euch dann in die Gruppe hinzu. Alternativ, wie gesagt, haben wir jetzt Telegram am Start. Der Link ist auch unten in der Beschreibung und dort könnt ihr dann einfach die verschiedenen Städte oder Stadtteile abonnieren. Warten wir mal, bis der kurz weg ist. Aber wer meine Videos schaut, der weiß auch, es gibt bestimmte Arenen, da geht immer was. Die zeige ich euch natürlich auch noch. Also wie gesagt, vom Hauptbahnhof kommt ihr eigentlich überall hin. Was ich jetzt nicht erwähnt habe, sind die S-Bahnen. Ihr könnt nämlich hier vom Hauptbahnhof S-Bahn jede bis nach Pasing nehmen. Pasing geht ab, ihr wisst Bescheid, da sind die gesponserten Module. Noch. Das letzte Mal war ich dort beim Hydropi C-Day. Das Positive ist halt, man kann, wenn es kalt ist, wenn es regnet, dort drin spielen gehen. Und dort kommt ihr hin mit der S3, S4, S8 und S6. Aber wir fahren jetzt erstmal zum Stachus. Genau, hier. Erstmal, wenn ihr in die andere Richtung fahrt, ihr müsst erstmal Richtung Arabella Park oder Neuperlach Süd vom Hauptbahnhof. Aber wenn ihr in die andere Richtung fahrt, dann könnt ihr hier Theresienwiese und Schwanthaler Höhe vorbeischauen. Das sind auch Gegenden, also erstmal ist da das Oktoberfest, die Wiesen. Aber das sind auch Gegenden, die sehr recht aktiv sind bezüglich Raids. Also dort geht eigentlich immer was. Aber am besten dann in der Telegram- oder WhatsApp-Schwanthaler Höhe-Gruppe vorbeischauen. So, das ist der Stachus. Der ist relativ gut vernetzt. Hier fahren echt eine Menge Tram. Damit kommt er eigentlich auch überall hin. Zeig's euch mal. Da hinten ist auch das Matheser. Da kommt ihr gleich direkt zum Kino. Ist aber teurer, würde ich mal sagen. Und das ist der Stachus Brunnen. Übrigens eine Arena, da geht es immer ab. Da hinten ist McDonald's, der hat glaube ich immer offen. Offensichtlich Innenstadt, der Hauptpunkt eigentlich. Man munkelt, der macht so und so viele Umsätze. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber man munkelt viel über seine Umsätze. Ihr könnt sehen, oh, Alola Kukuwai. Oh mein Gott, wildes Alola Kukuwai. Den muss ich erstmal fangen, sorry. Okay, ich habe das Kukuwai gefangen. Ihr seht diese Arena hier. Hier geht immer was. Wenn ich immer sage, dann heißt es natürlich eher so zum Anfang. Nicht, wenn ihr da hinkommt und es sind nur noch 15 Minuten oder so auf dem Raid.
Aber hier geht eigentlich echt immer was. Ihr seht, die Straße entlang sind einfach echt eine Menge Raids. Die ist natürlich auch sehr beliebt für Raid-Stunden. Wir fangen aber nicht hier an, sondern da drüben. Hier. Das ist der Sendlinger Tor und laufen dann von da hier rüber, da runter und dann hier hoch. Aber das zeige ich euch später noch. Hier ist übrigens der Hauptbahnhof dann, da geradeaus. Und da geht es dann Richtung Odeonsplatz. Und darunter geht es zum Marienplatz und dahinter ist der Viktualienmarkt. Und das ist so die Haupteinkaufsstraße hier in München. Vielleicht kann man noch erwähnen, dass da hinten, wo ist es? Hier. Der Wittelsbacher Brunnen ist auch eine sehr beliebte Arena. X-Raid Arena, die löst eigentlich auch immer aus. Und da geht eigentlich auch immer Raid zustande. Man muss natürlich beachten, manchmal steht ihr da alleine, aber es sind 20 Leute in der Lobby, falls ihr versteht. Und wer dagegen ist, ja, sollte da dann vielleicht auch nicht hingehen. Also gegen Spoofen, weil da sind eine Menge Spoofer. Okay, dann checken wir als nächstes den Odeonsplatz ab. Das ist die Fackel, das ist der Odeonsplatz, zumindest eine Seite davon. Da hinten ist der Gedenkstein, das sind zwei X-Raid-Arenen, die sind auch immer sehr beliebt. Also die zwei Arenen hier, hier geht eigentlich auch immer ein Raid zustande. Und wie gesagt, da hinten ist dann der Wittelsbacher Brunnen, X-Raid-Arena, wo ein Raid immer zustande kommt. Und da vorne, jetzt gehen wir da vorne hin, die Feldherrnhalle, genau. Die zwei Arenen dort drüben, da geht eigentlich auch sehr, sehr oft, vor allem so am Abend, wenn die Leute von der Arbeit kommen, da geht eigentlich auch immer ein Raid zustande. Mittags weiß ich nicht, da war ich jetzt nicht so oft mittags, aber am Abend immer. So, das ist die Feldherrnhalle, dahinter ist die Viscardi-Gasse, wie gesagt, zwei sehr beliebte Arenen. Das alles hier ist der Odeonsplatz. Da ist der Hofgarten, auch sehr beliebt, früher war ich da sehr oft. Ein gutes Nest ist auch recht schön, also kann man sich auch mal einfach so anschauen. Drin ist der Diana-Tempel, das ist jetzt neu in der X-Raid-Arena und da macht irgendwie ein Künstler immer irgendwie Musik, also kann man sich auf jeden Fall geben. Und dahinter ist dann der Englische Garten. Ja, zum Englischen Garten gleich noch. Ich zeig's euch nochmal hier auf der Karte, hier. Feldherrnhalle und Viscardi-Gasse, die zwei Arenen, gehen immer gut ab. Dann ist hier der Hofgarten mit dem Diana-Tempel. Könnt ihr gerne abchecken. Und dahinter, diese Grünfläche da, dahinter, das ist der Englische Garten, zumindest der Anfang. Ihr könnt da reingehen. Viele fragen mich immer, wenn sie hierher kommen, Hong, ist das Sea Day dort gut? Nein, geht dort nicht hin zum Sea Day. Ist ein großes, sehr, sehr großes Nest. Aber das war es auch schon. Wenige Stops. Man kann sich das Nest-Pokémon geben, falls ein gutes Nest-Pokémon da ist, aber nicht den Sea Day dort verbringen. Wir schauen dort, glaube ich, nicht vorbei heute. Hier fängt übrigens auch oder endet, wie man es nimmt, kommt drauf an, wo man startet, die Farmroute an. Du läufst ganz grob gesagt von hier über den Marienplatz, über den Viktualienmarkt bis zum Sendlinger Tor. Immer so eine große Runde hin und zurück. Eigenes Video zur Farmroute werde ich noch machen, beziehungsweise habe ich hier und da schon mal gemacht, also check die Videos ab. Also in die Richtung, wo die Farmroute ist, da sind natürlich auch eine Menge Stops, also Crest Day oder allgemein, falls ihr hierher kommt für neue Stops oder für das Stop-Event, könnt ihr gerne in die Richtung, aber auch in die Richtung, weil da ist dann erstmal Uni-Gegend und nach Uni-Gegend ist Schwabing. Und in Schwabing gibt es auch eine Menge Stops, also falls ihr für das Event da seid, Innenstadt und Schwabing abchecken. 100er Richtung Ostbahnhof fahren wir jetzt. Das ist der Ostbahnhof. Und wenn ich schon mal hier bin, setze ich mich natürlich rein. So, Ostbahnhof, was kann ich euch hier erzählen? Hinten ist erstmal der Bordeauxplatz. Damals hier, die vier Spots hier. Damals der Hotspot in München. Ich war da auch oft am Anfang. Man konnte auch die außen zwei, also die äußeren vier, jeweils zwei immer anmachen und dann acht mitnehmen. Ziele hier sind auch okay. Falls ihr nicht irgendwie in die Innenstadt kommen könnt, könnt ihr auch hier chillen, ist okay. Ein paar Kollegen sind auch hier immer am Start. Und ja, hier sind eine Menge Busse, Ostbahnhof, Busbahnhof und ich hoffe, ihr kennt den Shiny Bus. Der fährt auch hier vorbei und noch andere Linien, die ich euch jetzt zeigen will. Ah ja, und hier kommt man übrigens entweder vom Hauptbahnhof mit der S-Bahn, dann müsst ihr aber in die entgegengesetzte Richtung vom Pasing fahren. Oder ich fahre dieselbe U-Bahn, mit der wir zum Stachus und Odeonsplatz gefahren sind. Ihr bleibt einfach sitzen und fahrt ein paar Stationen weiter. Oder wie wir es gerade gemacht haben mit dem Bus vom Odeonsplatz hierher. Das ist der 100er, der fährt vom Hauptbahnhof zum Ostbahnhof und vom Ostbahnhof zum Hauptbahnhof. Und dazwischen, ja, die Route ist eigentlich ganz okay für Pokémon und man kann eine Menge sehen von München. Also Sightseeing-technisch auch eine gute Empfehlung. Okay, wie gesagt, es gibt den 100er, mit dem könnt ihr von hier zum Hauptbahnhof fahren, der ist nicht schlecht. Es gibt den City Ring,
ist eigentlich genau dieselbe Route wie der 100er, nur fährt er noch ein bisschen weiter. Und es gibt den 62er, der Shiny Bus, Richtung Rotkreuzplatz. Ich würde aber nicht empfehlen, bis Rotkreuzplatz zu fahren, bis zur Endstation, sondern davor irgendwo auszusteigen und dann wieder zurückzufahren. Ich schau mal kurz, welche Nummer der City-Ring hat für euch. Okay, der City-Ring hat die Nummer 68. Der hat aber Zufluchtsstationen, jetzt kann ich euch nicht die genaue Route von dem sagen. Ihr könnt hier einsteigen, ihr könnt am Hauptbahnhof einsteigen. Und ja, wie gesagt, da, deswegen heißt er auch City-Ring, der fährt eigentlich durch die ganze Stadt und da sieht man echt eine Menge. Touristen, Sightseeing-mäßig, City-Ring 68 auf jeden Fall zu empfehlen. Und Pokémon Go-technisch, der 100er, 68er City-Ring und 62er Shiny-Bus. Den gönnen wir uns jetzt auch. Übrigens, alles ist hier überdächert, das heißt, auch bei Regen könnt ihr hier hoch und dann in den Bus direkt und werdet nicht nass. So, Sendlinger Tor angekommen. Tipp, ihr könnt noch weiterfahren bis nach Potschi-Straße. Da kommt dann die Theresienwiese und da könnt ihr dann umdrehen und dann einfach nochmal zurück zum Ostbahnhof fahren. Das wäre dann das Gebiet Schwanthaler Höhe, das habe ich ja heute schon erwähnt. Und da könnt ihr dann einfach zurückfahren bis zum Ostbahnhof. Falls ihr durchfahren würdet, würdet ihr am Rotkreuzplatz enden. Und dort gibt es den drittbesten Döner, Akadash, in München. Ansonsten, Theresienwiese, da sind halt die Wiesen. Was viele nicht wissen, die fahren halt alle U-Bahn dorthin. Aber der Bus hier fährt euch eigentlich direkt vor die Wiese. Und obwohl Wiesenzeit war, war die Linie relativ leer immer. Weil viele das halt nicht wissen und immer nur U-Bahn fahren. Und dann zu Fuß dorthin gehen. Also ein kleiner Geheimtipp, falls ihr zur Wiesen wollt. Auf jeden Fall sind wir jetzt am Sendlinger Tor angekommen. Mit dem Bus gerade, der Shiny Bus, durch die Innenstadt gefahren, Marienplatz, Viktualienmarkt und so. Wie gesagt, checkt die Videos ab für den Shiny Bus. Aber hier, genau hier, wo ich jetzt stehe, fangen wir meistens die Raid-Touren an. Irgendwelche Raid-Stunden fangen hier an. Falls ihr hierher kommt, kurz vor 18 Uhr, es sind immer Leute da. Treffpunkt ist immer hier. Wir fangen aber meistens bei der Arena hier an. Eine Arena extra und dann kommen wir erstmal hier rüber. Ist halt übler Verkehr, aber es geht schon. Man nimmt halt eine Arena extra mit und dann machen wir die zwei Arenen, dann die drei und dann sieht man glaube ich nicht. Da so eine Arena neben Sherox, dann landen wir genau auf der Straße, die ich euch vorhin gezeigt habe, zwischen Stachus und Marienplatz mit den ganzen 5-6 Arenen. Und von dort laufen wir dann rauf bis zum Stachus Brunnen, wo wir vorhin waren. Und wenn man danach noch Zeit hat, dann geht man noch rechts die Arenen machen bis Wittelsbacher Brunnen zum Beispiel. Dann habe ich euch ja erzählt, dass Pasing ein guter Stop ist für C-Day. Bordeauxplatz ist okay, Englischer Garten ist nicht gut. Und hier ist zum Beispiel ein guter Spot. Der ist nämlich hier, da wo die Arenen sind. Die gelbe zum Beispiel, dieses Gerüst da, sag ich mal. Dieser Platz, das ist der alte Südfriedhof. Da geht es eigentlich auch immer gut ab. War ich zwar persönlich noch nie, weil ich bin immer beim alten Nordfriedhof. Zeige ich euch später auch noch, aber hier soll es auch gut abgehen. Und ich habe hier meinen Shiny Megaplay gefangen. Das ist das Sendlinger Tor. Und hier startet auch die Farmroute. Ihr lauft einfach hier durch bis zum Odeonsplatz, wo ich euch gezeigt habe, was da so abgeht. Und ihr seht auch hier die ganzen Stops. C-Day kann man auch in der Innenstadt verbringen. Die meisten Stops sind dann an und es geht eigentlich ganz gut ab. Und Quest Day kann man auch hier verbringen. Ihr seht echt eine Menge Stops. Falls die irgendwann mal eine Quest zurückbringen. Und übrigens kommt man zum Sendlinger Tor auch mit der U2 vom Hauptbahnhof. Das ist nur eine Station entfernt. Und hier am Sendlinger Tor fährt auch noch die U3 und U6. U6 zum Beispiel Richtung Universität, Innenstadt, Schwabing und sowas. Scheibplatz. Oh mein Gott, zu viele Leute. Wie gesagt, und da geht es auch gut ab mit den Stops. Andere Richtung, da bin ich eigentlich nie so Sendling und sowas. Ich kann euch nicht über jeden Stadtteil was erzählen. Es gibt viele Stadtteile, da bin ich nie, zocke ich nie. Zum Beispiel Sendling, Solln, Berg am Laim, Neuperlach, Unterföhring, Oberföhring, es gibt so viele. Ismaning, Mosach. Ich kann euch leider nicht alles zeigen, müsst ihr selber erforschen. Ich kann euch jetzt nur so die Hauptrouten zeigen, die Innenstadt und dies, das. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass die Arenen hier am Sendlinger Tor natürlich auch Arenen sind, die eigentlich immer gut abgehen. Also sprich, ihr geht einfach dahin und eigentlich findet immer ein Raid statt. Vor allem Sendlinger Tor, die drei da. Aber hier fährt wie gesagt die U6, wo sind wir hier? Die U6 fährt bis Westpark. Westpark auch noch ein guter Ort für C-Day. Wobei mit der U-Bahn fährt man wahrscheinlich nicht am besten dorthin. Es gibt bessere Verbindungen, Bus und Tram oder sowas.
Rosengarten Westpark. Das ist auch noch ein Hotspot für den Sea Day. Und ein sehr, sehr gutes Nest. Apropos Nester, Ostpark auch noch ein sehr gutes Nest. Das ist aber im Osten. Und abgesehen davon gibt es eigentlich nichts im Osten. Das ist dann hinter dem Ostbahnhof. Ich bin gerade mit der Tram hier raufgefahren. Ein paar Stationen. Tram ist jetzt nicht extra für Pokémon Go, einfach nur zum Transport. Pinakotheken. Wir sind hier an den Pinakotheken. Das ist so jetzt das letzte Gebiet, was ich euch zeige. Maxvorstadt und dann Schwabing so. Pinakotheken, die zwei Arenen, gehen immer gut ab. Eigentlich jede Woche, okay, fast jede Woche, eine X-Rate-Einladung. Beide Arenen direkt nebeneinander, beide X-Rate-Arenen, die wechseln sich eigentlich immer ab. Da kann man aber nicht einfach so hin und einen Raid machen. Das ist dann wahrscheinlich eher nur mit Anmeldung. Moderne Pinakothek, auf jeden Fall zum Abchecken wert. Irgendein Uni-Gebäude. Und da rechts geht es dann zum Odeonsplatz. Da sieht man auch schon die zwei Arenen, Moment, die wir vorhin abgecheckt haben. Fackel und Gedenkstein, die zwei X-Rate-Arenen am Odeonsplatz. Dann da vorne die alte Pinakothek, auch sehr empfehlenswert. Und wenn man gerade so schräg geht, da kommt man zum alten Nordfriedhof. Da zum Beispiel, wo das Eiger drauf ist, mit Traunfugil und dem Legendären. Das sind zwei X-Rate-Arenen, die sind auch sehr gut besucht. Und diese Fläche da, davor, mit den ganzen Stops, das ist der alte Nordfriedhof. Das ist der letzte Stop zum C-Day-Spielen, da bin ich immer. Wie gesagt, da rechts ist dann Odeonsplatz, hier rechts ist dann Uni-Gegend. Und wenn ihr weiter rauf geht, kommt ihr nach Schwabing. Wie gesagt, da sind auch eine Menge Stops. Der 100er vom Ostbahnhof fährt übrigens auch hier vorbei und dann weiter einfach zum Hauptbahnhof. Also alles miteinander verbunden. Irgendwie kommt ihr schon hierher. Ich fahre jetzt mit dem 100er bis zum Hauptbahnhof. Ich denke, das ist ein ganz guter Ort, um das wieder abzuschließen. Genau da, wo wir gestartet sind. Und die Arenen dort habe ich euch auch noch gar nicht gezeigt. Denn die gehen auch immer gut ab. Dort könnt ihr echt immer raiden. Zumindest die Arena am Hauptbahnhof. Wobei, momentan sind Bauarbeiten. Aber zeige ich euch gleich. Könnt ihr es erkennen? Hauptbahnhof München. Hier haben wir heute Mittag gestartet. Oder sind gestartet, ja. Diese Arena hier wollte ich euch noch zeigen. Hauptbahnhof München. Da geht eigentlich immer ein Raid. Ansonsten kann ich noch sagen, ehrenwerte Nennungen, zum Beispiel Olympiapark. Da gibt es den Olympiaturm. Moment. Den kann man natürlich abchecken. Lohnt sich auf jeden Fall. Und da ist auch die BMW-Welt, wer sich für sowas interessiert. Und zwei fette Nester. Abhängig davon, was da gerade ist, lohnt sich das auch. Es gibt ein Nordnest und ein Südnest, also nicht verwechseln. Das ist uns schon oft passiert und da haben wir uns verlaufen, dies, das. Dann gibt es noch zum Beispiel Nymphenburg, Nymphenburger Schloss. Das ist sehr schön, kann man abchecken. Da sind auch zwei Nester, da ist direkt der Botanische Garten daneben. 100er Galaxis dort mal gespawnt. Südlich gibt es halt den Flaucher, das ist auch immer ein Nest. Und die Isar, kommt drauf an, wann ihr hierher kommt, im Sommer oder so. Isar abchecken und dann den Flaucher. Und das ist dann auch noch Thalkirchen, der Tierpark, der Zoo. Aber ansonsten war es das, glaube ich. Ich habe euch alles gezeigt, alles gesagt, alles erzählt, alle Tipps. Ihr wisst jetzt Bescheid, falls ihr in München seid, wo was geht. Zumindest hier in der Innenstadt und im Zentrum. Wie gesagt, München hat viele Stadtteile, ist echt riesig. Wenn ich euch alles zeigen und sagen würde, das würde einen Tag dauern, 24-Stunden-Video. Ich hoffe, ich kann euch damit weiterhelfen. Viel Spaß in München. Das war's von mir. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business. Okay, Leute. Ich habe das Video gedreht vor fast 2 Wochen sogar. Am Tag, bevor das Halloween-Event angefangen hat. Und zum Glück habe ich so lange gebraucht, um das Video zu verarbeiten, schneiden und hochzuladen. Denn der Kollege Konzi hat sich gemeldet. Er arbeitet momentan auch an einem Touristenguide in Map-Form. Jetzt auch nochmal alles eingezeichnet, was ich euch im Video gezeigt und gesagt habe. Also falls ihr in München seid, könnt ihr das gerne abchecken. Link ist unten in der Beschreibung. Und dann seht ihr dann nochmal alles genau. Farmgut ist eingezeichnet. Arenen sind eingezeichnet. Raid-Stunde, die Arenen. Oder auch Arenen, die sehr beliebt sind. Die Top-Spots für C-Day sind eingezeichnet. Was ich gerade sehe, was noch fehlt, sind zum Beispiel gute Nester, die man kennzeichnen könnte. Wie zum Beispiel hier Ruiport Park, Olympiapark, Nord und Süd könnt ihr noch einzeichnen. Hier zum Beispiel Schloss Nymphenburg, das sind sogar 3 Nester außenrum. Wie gesagt, da war mal ein 100er Galaxo innen. Innen ist noch ein Nest mit dem Schloss an sich. Das kann man auch abchecken, das ist ein sehr schönes, cooles Schloss. Und dann der Botanische Garten, da war mal ein 100er Trassler, wo zum Glück das Tor offen war. Und der Englische Garten, ihr seht es bereits an der Karte, der ist riesig und
man sieht hier schon, dass es kein guter Ort ist für den Sea Day. Also ich weiß nicht, woher dieses Gerücht stammt, dass der englische Garten gut für Sea Day sein soll, aber jeder denkt das, der nach München kommt. Genau, daran wird noch gearbeitet und die Sachen ergänzt, sodass Leute, die nach München kommen, bestens informiert sind. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück, viel Erfolg in München. Vielleicht sieht man sich. Und jetzt war's das.